Hallo ihr Modern Consumers da draußen, herzlich willkommen zum Klassiko-Prognosespiel. Am 10. Dezember findet es mal wieder statt, hier in Madrid, das El Clasico. Und ich werde es prognostizieren mit Robert. Hallo Robert. Hallo. Seit langem mal wieder dabei? Ja. Wir hatten ja immer mal wieder Probleme, uns zu finden bei FIFA, aber jetzt hat es endlich geklappt und somit können wir auch mal wieder ein gutes Spiel machen und mit den besten Teams aus Europa fast. Ja, also beste Teams weltweit, würde ich sagen. Ja. Und du nimmst Barcelona und ich nehme Madrid. Ja. Das Ganze ist auch sehr realistisch. Vom Skill her ist Robert um einiges besser als ich. Und Real tut sich ja immer schwer gegen Barcelona und somit halte ich jetzt gegen Robert halt auch. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ja. Ja, so. Ja, entspannt so. In unseren Testspielen ging es sehr einseitig zur Sache, aber man weiß ja nicht, im echten, wenn es dann aufs, drauf ankommt, dann wird wieder alles ganz anders sein. Hoffe ich. Ja. Wir gucken einfach mal, wir machen entspannt. Ja, und ich werde jetzt diese Taktik machen, wie wir vorhin gesagt haben. Real stellt sich hinten rein. So, erstmal so, zack. Und die Zuschauer sehen es jetzt, du siehst es nicht. Ja. Mal gucken, was das bringt. Mit vielleicht anderen bringt Worten, es was. Er stellt sich hinten rein, weil er weiß, dass er so, wenn er normal spielt, keine Chance. Psst. Aber ja, man weiß ja nicht, man muss halt alles mal getestet haben. Mourinho testet auch in echt alles mal aus. Hoffe ich, denke ich. Keine Ahnung. Und man muss halt auch vielleicht mal Glück haben, so wie du. Bei mir ist das alles hart erarbeitet, ja. Ja. Okay. Ja. Ich habe für alles hart gearbeitet. War das Glück habe. Für mich? Nein, aber es. So, lass FIFA spielen. Lass nicht so lass mal spielen, ja, genau. Lass mal spielen, ja, Digga. Ja. So. Pedro. Nee, aber so leicht bin ich nicht zu knacken. Doch, das funktioniert online so oft. Aber nicht gegen mich. Ja, nicht mit mir! Oh, den kriegst du erstmal so. Scheiße! Alle rein! Ich sag ja, er stellt sich hinten rein. Nein! Und keinen Elfmeter bekommen, ey. Das wäre das Schlimmste aller Gefühle. Yeah. Woo! Dann so ein Ball. Ja, ich dachte jetzt so ein bisschen, Bossemar nehme ich immer mit. Ich bin aber auch so naiv und spiele genau dahin, wo du schon in Position bist. Oh, schön. Oh, schade. Also so Dinger macht man viel zu selten bei FIFA. Also ich so eine scharfe Flanke einfach mal reingeben. Ich will immer den Ball ins Tor tragen. Ja, aber die Tore sehen halt saumäßig geil aus, wenn sie dann halt. Oh, schön. Nein! Oh, was? Was war das denn? Kein Foul. War das kein Foul? Wirklich nicht? Oh, den habe ich. Ich bin wieder unkonzentriert. Ja. Ach Mann, ich versuche das immer, aber es klappt nie. Vor allem nicht aus der Entfernung und dann so bescheuert getroffen. Danke. Das läuft ja. Das läuft ja gerade ganz gut für mich. Ja, liegst du nicht zurück, ne? Noch liege ich nicht zurück, es läuft sehr gut. 20 Minuten. Hält das Bollwerk. Ja, ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Wo ist eigentlich Cristiano Ronaldo? Ja, guck da. Nee, aber den hast du. Scheiße. Nein, das gibt's doch nicht. Weißt du, dann kommt er einmal vors Tor und dann fällt er halt wieder so. Es ist so krass. Ja, ich bin Mr. Ineffektiv. Ja, genau. Wie Dortmund, so, weißt du? International. Oh, Scheiße, das wär's gewesen. Tor gewesen, Alter. Der war abseits, aber. Der war abseits, ja. Der stand aber auch in der Luft irgendwie. Krass. Genau solche Flankendinger muss man machen, dann kommen halt auch so coole Sachen zustande. Ja, und ich hab irgendwie gar keine Lust auf FIFA. Ja, es sieht so aus. Wow. Das war fette, fette gelbe Karte. Hier im Ruhr-Derby geht's hart zur Sache, ne? Fette Party. So, jetzt auf direkt. Zeig uns, was du kannst. Ja. Wow, was war das denn?
Boah, voll der miese Aufsetzer. Alter, war der Keeper jetzt dran oder war das ein Pfosten? Ich hab's nicht ganz genau gesehen. Nein, war Keeper. Weil wenn's Pfosten gewesen wäre, dann hätt's bei hätt's mir Bong gemacht, ne? Nein, dann hätt's bei mir vibriert. Außerdem hätt's dann Ecke gegeben. Jetzt! Nein! Am Popo! Der Klammer an Popo. Nee. Der schon voll die Panik da verschiebt, dass ich wieder durchlaufe. Das kennen wir ja schon, gell? Ja klar, hab ich Panik. Darf man nicht einmal in seinem Leben Panik haben. Hier, jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt! Jetzt hole ich ihn mir! Gelb-Rot? Gelb-Rot? Nee. Sehen wir nix. Aber bald haben deinen ganzen Innenverteidiger. Ich sag geht. Oh nee! Oh! Was geht? Was geht? Nee. Schade. Nee. Oh, was war das denn? Legt mir vor und einfach nur behindert. Ich spiel gerade so schön. Das ist gut für mich, weil somit ist es ausgeglichen. Nein, und dann mache ich so ein Ding halt, ne? Ja, guck mal, ich gehe mal aber auch sofort wieder her. Das ist halt. Ja, Pepe macht mal ein paar offensive Akzente. Oh, das war auch ein saugeiler Pass nach vorne. Man muss ja mal was wagen. Genau. So, jetzt kommt er. Boah, da tunnelt der mich auch noch, ne? Und wenn er. So einer geht dann rein. Schon. Dieses, einfach dieses langsam dribbeln, also dass man so Tempo rausnimmt und so, das macht Spaß. Guck, das ist aber halt auch Glück. Du kriegst den Ball dann achtmal wieder und. Oh, das kann ich aus anderen Spielen gegen dich. Was? Aus anderer Sicht. Ja, ich hab sowas nie. Ja, genau. Ich hab sowas nie. Ja, der Robert, der hat nie Glück. Der hat immer Pech. Wupp. Und ja, da haben wir Halbzeit durch. Ohne Tor. Aber es war spannend, fand ich bis jetzt. Ja, langweilig war es mir. Schon allein deswegen, weil wir geredet haben, nicht? Naja, ist das so. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder die ein oder andere Auswechslung machen. Wieder? Nein, ich mache es natürlich zum ersten Mal jetzt. Ne? Ist ja unser einziges Video. Unser erster Versuch hier. Wir haben noch nichts vorgemacht. So, dann werden wir das. Das werde ich hier auch allen zeigen, was hier passiert. Ich werde nämlich Özil reinbringen. Ich mach Sanchez rein. Und es passt mir gar nicht. Ich hab hier. Nein. Ich mag Khedira. Und was wäre denn hier? Ich bring Xabi Alonso raus. Ganz knallhart und mach Shahin dafür rein. So, es passiert. Aha, so. Ja, machen wir weiter, ne? Mhm. Ich bin bereit. Shahin kommt rein. Ein Hauch von Borussia Dortmund ist mal wieder am Start. So. Ah, schade. Piqué, haben wir heute Lust, oder? Nö. So. Nee. Ah, David Villa. So. David Villa. Nein. Boah, danke. Warum esse ich da nicht einfach den Ball? I don't understand it, you know, it's like. Oh man. Boah, Benzema einfach viel zu imber. Boah, nein, Tor! Oh, Scheiße! Darauf hab ich's doch eigentlich angelegt. Ja, ein anderes Tor kannst du eigentlich nicht hinkriegen, ja. Oh, der hier. Ich will halt auch mal eine gelbe haben. Auf Feld, Khedira. Ja, gut, dass ich ihn nicht ausgewechselt habe. Ne? Guck mal, zack. Ne, mein anderer hätte noch auf dich draufspringen sollen. Okay. Ja, wir haben hier ein Derby. So. Schade, dass die Städte. Das ist ein Ruhr-Derby, wie gesagt. Los, nimm ihn mit! Ja! Nein! Oh. Alter, jetzt geht's aber ab. Das ist aber echt ein Baumfeld, oder? Das war eigentlich so krass. Das ist aber typisch Real. Zweite Halbzeit, wir führen noch nicht alle. Hauen wir mal vor. Ja, da hauen wir mal drauf, oder?
Ja, das ist typisch. Ja, guck mal, was hier abgeht. Du hast keinen hinten. Und ich kann nichts machen. Doch, jetzt geht's ab. Jetzt gibt's vor. Ja, bam! Bam! Das ist aber auch Glück eigentlich, ne? Weil ja, der nochmal. Basinga! Ich wollte es nur sagen, ey. Ja, die Fouls mussten sein. Die haben dich jetzt so ins Zucken gebracht, dass ich jetzt endlich einen Treffer machen konnte. So, und jetzt rennst du nämlich einfach mit Messi durch oder so und wir und bam, Ausgleich. Bam. Jetzt werde ich aggressiv. Was verlieren kann ich nicht. Das kann ich rein menschlich nicht. Warum ist Ronaldo eigentlich so arschlahm gerade? Der ist nicht lahm. Der ist so Philipp. Was? Der ist so Philipp lahm, Mann. Philipp hast nicht oder verstanden, was? Oder was? Ach so. Oh! Ich dachte schon, dass Normalsterblicher da drankommt. So, wenn nichts geht, dann auf Cristiano Ronaldo. Scheiße. Vollidiot. Es ist ein Prestigespiel, da muss man auch mal einen Trick machen. Oh nein! Oh, das war Glück, dass der noch an Pfosten ist. War auch nicht gut rausgespielt, also nein. Wow, Bayern fängt gerade an zu spielen und ich gucke auf mein Handy, was geht ab? Okay. Also für alle, die jetzt gerade Champions League gucken, Bayern hat gerade angefangen gegen Manchester City. Ja, wir sind nicht live. Live-Ticker. Wir sind nicht live. 0:0, der Ball rollt gerade im Etihad Stadium in Manchester. So, und Barca hat jetzt gerade den Ausgleich gepackt und jetzt. Was? Kein. Nein! Das glaube ich nicht! Junge, jetzt guck doch mal hier zum Spiel hin! Oder redest du von unserem oder vom anderen Spiel? Mann! Ich hätte hier beinahe ein Tor gemacht. Verdient. Ja, du hättest. Hol sie! Die ist einfach viel zu Imba, ey. Das wusste ich und es bringt nichts, wenn ich ihn weglaufe. Du kriegst ihn trotzdem, den Ball. Der hat gelb. Ja, er rennt halt einfach durch, ist das dreist. Und ja, das darf aber auch nicht. Dann trotzdem kein Tor hin. Hallo. Das darf auch nicht belohnt werden, dass du da einfach durchrennst. Das ist mehr als dreist. Ja, toll, das ist ein Standardtor. Warum? Das ist gut, das ist Barca, das ist Fußball. Naja. Gönn doch mal was. Nee. Sei doch nicht so. Das gönnt keiner hier. Das ist so. Nach innen ziehen und reindrehen. Ne? Ja, nur weil du immer so Tore kriegst. Nur weil du immer so Tore kriegst. Verarsch mich. Ja, jetzt ist aber hier noch Spannung drin. Packst du jetzt noch den Ausgleich? Ja klar, das bereite ich gerade alles vor. Genauso wie mit meinen Fouls eben. Das war alles ein Teil meines Plans. Was? Ja, du hast mich gehalten hier. Ich wäre durch gewesen, ne? Boah, soll ich mal direkt probieren? Mach. Warte mal, ich habe aber keinen gescheiten. Aber machen wir mal halt mit Sanchez. Ich habe nichts Besseres. Nee, mach mal Xavi. Sorry, das dauert. Nee, ist jetzt Fabregas. Scheiße. Mann, ist das peinlich. Boah, der geht voll drüber. Wow. Ja. So. So. Bazinga, Benzema. Der sollte sich umbenennen. Ole! 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 Oh nee! Das sah aber so aus, als wenn er noch rankommt, oder? Man dachte kurz, der kommt noch ran. Und dann kam er nicht mehr. Ja, 88. Minute. Ach, das ist so pimmelig! Dass du da durchkommst, das ist so unrealistisch. So. Und jetzt habe ich ihn, aber das ist realistisch. So. Oh Gott. Ja, via Maravilla. Boah, Leute. So,
Jetzt macht er das gleiche wie eben, kennen wir ja. Deswegen weiß ich, wie ich darauf reagieren muss. Ja, und du, Hans. Oh nee, ich wollte doch den anderen anspielen. Ja, alles dabei. Realistisches Ergebnis, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, damit geht das El Clasico in meiner Prognose zu Ende. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abidal kann Messi keine Hand geben. Das sehen deine Leute jetzt aber nicht. Marcelo ist depressiv. Ja. Ja, der, oh, nee. Ja. Ja, es ist halt so. Okay, dann danke ich dir mal wieder fürs Spiel seit langem. Ja, und ich bedanke mich auch. Wir sehen uns bestimmt auch mal wieder hier im Kanal und, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, halt, leck mich am Arsch. Ja, ja, Baby. In dem Sinne verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und Kommentar schreiben, ne? Macht's gut. Und tschüss.